iPhones inspirieren viele Nutzer designtechnisch zum Kauf. Und obwohl die Geräte preislich dennoch in die Höhe schießen, sind viele Nutzer doch davon besorgt, sich die falsche Speichergröße zu holen. Viele App-Installationen auf dem iPhone, jeder einzelne Fotoshoot fliegt in die Galerie und die Anzahl der E-Mails summiert sich immer weiter auf. In diesem Video werde ich euch sechs Wege zeigen, wie ihr aus eurem Speicher mehr rausholen könnt. Bleibt also gerne bis zum Ende dran und seid gerne so nett und lasst ein Abo da. Ansonsten, let's go! Der erste Punkt, auf den viele zugreifen, ist selbstverständlich, das iPhone mit der höheren Speicherkapazität zu holen. Kann man natürlich gerne machen, jedoch höre ich oft auch, dass auch der Speicherplatz nach einigen Jahren schon nicht mehr ausreicht. Außerdem muss man dafür logischerweise auch tiefer in die Tasche greifen, weshalb ich diesen Punkt tatsächlich als wirklich nicht unbedingt empfehlenswert sehe. Punkt 2. Apple hat, was Fotos betrifft, mit iOS 16 eine sehr geniale Funktion eingeführt, welche Duplikate aus eurer Galerie filtert und diese im gesonderten Ordner anzeigt. Damit erleichtert euch Apple quasi die Arbeit, sinnlose Duplikate aus der Galerie zu löschen, um damit eben mehr Speicherplatz zu schaffen. Ein weiterer Tipp bezüglich dessen: Wenn ihr Fotos löscht, dann werden diese immer in den zuletzt gelöscht Ordner geworfen und dort erst nach 29 Tagen automatisch gelöscht, weshalb es ratsam ist, diese von dort sofort manuell zu löschen. Punkt 3. Auf den iPhones gibt es in den Einstellungen unter Allgemein, iPhone-Speicher und dann unter einer jeweils beliebigen App den Reiter App auslagern. Damit sorgt ihr dafür, dass zwar eure ausgewählten Apps vom System gelöscht werden, eure Daten in den Apps aber bleiben. Solltet ihr die App nochmal brauchen, dann müsst ihr noch nicht einmal den App Store besuchen, sondern klickt einfach auf dem Home-Bildschirm auf die App und schon wird diese wieder installiert. Der nächste Punkt hat ebenso mit Apps zu tun. Das Smartphone ist zwar dafür da, um jede Menge Daten zu speichern, die man vielleicht für die Arbeit braucht, jedoch sollte man aber auch darauf achten, sinnlose Dokumente zu löschen, weil das eben auch auf den Speicher geht. Gerade zum Beispiel WhatsApp ist stark betroffen. Es ist zwar schön und gut, dass man mit seinen Kontakten in Verbindung bleiben möchte und ständig mit ihnen schreibt, jedoch streikt auch da der Speicherplatz, wenn man einfach zu viele Nachrichten hat. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Jeder von euch wird zu Hause in irgendeiner Art und Weise einen Laptop haben. Und dieser wird vermutlich auch jede Menge Speicherplatz besitzen. So dürfte es definitiv von Vorteil sein, sich mal die paar Minuten Zeit zu nehmen, seine 1200 Fotos oder sonstige Dokumente mal auf den Rechner zu ziehen. Das hat wirklich sehr, sehr spürbare Auswirkungen. Ja, kommen wir zum sechsten und auch letzten Punkt für dieses Video. Hier müsst ihr aber in eure Tasche greifen. Apple bietet euch die sogenannte iCloud an. Damit könnt ihr jegliche Daten hochladen und damit mehr Speicherplatz auf eurem iPhone schaffen. Außerdem könnt ihr auf allen Apple-Geräten, wo ihr eben mit derselben Apple-ID angemeldet seid, auf diese Daten zugreifen. Und wenn ihr mal ein neues Gerät habt, könnt ihr hierüber eure Daten aus eurem iCloud-Backup wiederherstellen. Bei Apple geht dies schon bei 99 Cent mit 50 GB los. Der Vorteil ist aber, dass ihr dieses Abo mit eurer Familie auch teilen könnt. Andererseits zahlt nicht jeder von euch den Euro, sondern nur das Hauptmitglied. Das heißt, ihr habt 99 Cent bei einer Person und 50 GB haben alle. Naja, soll es nun erstmal soweit sein. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen beim Aufräumen des Speichers ein bisschen helfen. Wenn es dem so ist, lasst gerne ein Like da. Feedbacks sind natürlich immer willkommen in der Kommentarbox und wir sehen uns beim nächsten Video. See you later. Ciao.